Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Nachdem wir in der letzten Folge vergeblich versucht haben, sechsmal insgesamt, dreimal Apache, dreimal Ofeis, diesen Level 150 Außenposten der Wolves einzunehmen, beziehungsweise zu zerstören, machen wir es jetzt auf Ghost Art. Nämlich Stealth. Stealth, leise. Und vorsichtig mit Markieren. Die Drohne ist da meine größte Sorge. Also was das Entdecken angeht. Also sobald die anfangen zu schießen, dann haben wir gelitten. Wenn die uns entdecken, dann sind wir quasi schon so gut wie tot. Das sollte klar sein, weil zwei Treffer und wir sind hinüber. Und wir spielen nur auf Schwierigkeitsgrad normal. Das ist schon extrem. Auf normal ist es schon extrem. Da hinten steht einer. Ich hätte gerne die Wärmebildansicht, aber ich kann sie nicht aktivieren. Ist keiner drin? Hier gibt es aber auch noch Fertigkeitspunkte, sehe ich. Oh, guck mal, was hier auch gibt. Was ist das denn da? Eine Gefängniszelle? So, hier ist aber noch irgendwo. Ah, da steht er ja. Was ist da hinten? Das sind aber keine Wolves, ne? Ne, das sind normale. Normale Luschi-Soldaten. Lass ich die jetzt mal sein. Ich denke, hier drin ist noch was. Da ist auch noch irgendwo was. Jemand. Da steht er. Drin sind auch noch ein oder zwei bestimmt. Da sitzt einer. Das war er. Okay. Gefällt mir jetzt natürlich nicht, dass so drumrum überall Luschi-Soldaten rumlaufen. Ist keiner? Irgendwo muss ja einer sein hier. Wo ist der? Die habe ich. Unten vielleicht. Da ist einer. Oh, die Drohne. Aufpassen. Ups. Ist bestimmt noch einer drin. Da ist er. So, ich will noch gerne in diese Gefängniszelle reingucken. Ist gar keiner drin. Ah doch, da, guck mal. Die Batterie, der Akku ist fast leer. Haben wir hier noch Luschi-Soldaten. Natürlich. Weil mein Leben nicht schon schwer genug ist. So viele. Und das waren nicht mal alle, die ich markiert habe. Da fehlt noch einer. Achso, die Drohne fehlt. Aber hier fehlt uns auch noch einer. Da sitzt er. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Am besten Schalldämpfer drauf. Das Problem ist, die werden die Leichen entdecken. Aber ich muss den hier, der muss weg.
Der muss auf jeden Fall weg und die Scharfschützen müssen auch weg. Die Drohne muss eigentlich auch weg. Dringend sogar. Scheiße! Ich hätte sollen meine andere Sniper nicht dingsen. Verschrotten. Die Drohne kommt. Nein! Nicht Drohne, nein! Wenn die kommt, haben wir ganz andere Probleme. Aber ich kann sie ja trotzdem versuchen abzuschießen. Sie hat sich nicht bewegt. Oder warum ist sie denn nicht kaputt? Achso, weil ich mit Schalldämpfer schieße. Okay. Pling. Ist halt nicht unbedingt ganz stealth. Hier, die kommt. Ist leider nicht unbedingt ganz stealth, aber. Kann man Generatoren auch kaputt schießen? Sieht nicht so aus. Weit ist denn dieser Scharfschütze entfernt? 300? Ist das so? Nein, 300 ist eher so. Krass, 370. Könnte ich ja an dem ausprobieren. Ah, ein bisschen tiefer noch. Auch noch einen. Den treffe ich aber. Oh, ich habe ihn getroffen. Sogar ein Headshot. Zack. Das hier ist auch ein bisschen wie Tontauben schießen. Pling. Ich mag dieses Pling, wenn man denen einen Headshot gibt. So. Jetzt du nochmal. So ungefähr, ne? Ja, jetzt rennt der natürlich gerade weg. Das war knapp. Die werden immer wieder Leichen entdecken, weil ich hier immer wieder neue Leichen produziere, weil hier immer wieder dieselben. Die gehen hier immer wieder in dieselbe Deckung, wenn ich einen wegschieße. Die rotieren hier rum. Es geht mit dem Sniper da oben gar nichts. Der wundert sich nur, was hier los ist. Nehmen wir mal den noch vor. Das war kein Headshot, leider. Ach, geht er jetzt wieder? Geht er jetzt in die Deckung? Nee? Schade. Pling! Nice! Das Gebiet hier ist gut, um den Umgang mit einer neuen Sniper zu lernen. Ich muss mal die Position wechseln. Vielleicht auch gerade währenddessen nachladen. Ich meine, technisch gesehen ist es Stealth, ne? Weil, ich meine, entdeckt wurden wir ja noch nicht. Ich denke zwar, es ist nur eine Frage der Zeit. Oh geil, was Blaues. Die rennen darum wie wild gewordene Hühnchen. Und ich schieße trotzdem daneben. Oh nein, er ist hinter irgendwas in Deckung, was ich hier nicht sehe. Er da. Ja. Ich hab doch noch. Hab ich noch die Sync-Shot-Drohnen? Ja. Nee, Moment, das war Ablenkungsgranate. Ja, hier, Simultanschuss. Könnte ich ja auch. Oh, oh, wer entdeckt mich? Oh nein, was machen die denn hier? Was machen die denn hier? Nein! Oh, ihr Drecksäcke. Oh, das war ein Wolf. Das war ein Wolf? Wie ist der denn hierher gekommen? Hm. Okay. Hier. Ich verstehe das nicht, wie das funktioniert mit diesen Sync-Shot-Drohnen.
Mal funktioniert, mal nicht. Ich drücke G. So geht's nicht. Ich halte G gedrückt. Jetzt geht's. Okay. Also G gedrückt halten. Ja, sieht so aus. So, dann den Sniper da hinten. Ja, nice. Okay. Gut. Na gut, der ist ja in Deckung. Der kriegt gleich eins aufs Mützchen. Habe ich irgendeinen, den ich treffen kann? Warum ruckelt es denn plötzlich so? In hier. Kling. 4 auf einen Streich. Nice. Toll. Ich habe ihn getroffen. Echt? Krass. Wo rennt er denn hin? Wollte der flüchten oder wollte der zu mir? Was geht mit ihm hier hinten? Nix. So. Damit von denen keine Gefahr mehr ausgeht. Mal schauen, was der Wolf hier mir getroppt hat. War es ein Wolf? Hat zumindest mal Pling gemacht, aber ich kann auch nicht aufheben, was er dabei hatte. Schade. Naja, gibt Schlimmeres. Pling. Piu. Na toll, da ist hinter irgendwas dahinter. Okay, ich nenne dann diese Folge Sniper gegen da 150er Wolf Basis. Kann ich da durchschießen? Ja, ich konnte durchschießen. Oh Mann! Das ist aber, glaube ich, der letzte, der noch lebt, ne? Nee, der vorletzte. Ich habe ihn getroffen. Hier lebt ja auch noch einer. Lebte, Entschuldigung. Kann man ja mal verwechseln, die Zeitformen. So, hier ist nur noch diese Drohne. Also die, das Geschütz. Sag mal, spawnen die hier hinten immer wieder neu, oder? So viele waren doch eben nicht da. So. Gefahrenzone aus 150. Ja gut, die haben wir gerade alle aus der Entfernung platt gemacht. Eigentlich. So, dann gehen wir mal ins Wasser und schwimmen mal rüber und schauen wir uns den Loot an. In die nächste Folge machen wir dann Infiltration. Also nicht snipen, sondern reingehen. Da werde ich mir dann anstatt eine Sniper eine SMG... Warum kann ich die Sachen nicht aufheben? Ich kann die Sachen nicht aufheben, das ist fies. Kann die Drops nicht aufheben? Ist das ein Bug? Das ist garantiert ein Bug. Ich kriege auch die Munition nicht. Die Scale-Credits hier, kriege ich die? Auch nicht, kriege gar nichts. Ist mein Internet noch da? Ja. Kann ich eine Kiste öffnen? Und kriege die Sachen. Kriege ich das hier? Nein, also weil es schon voll ist. Kiste öffnen scheint zu gehen. Okay, Fliegerhut. Dann öffnen wir eben die Kisten, wenn wir die anderen Sachen nicht bekommen. Das ist doof. Ich habe mich jetzt auf das blaue, was auch immer das ist, gefreut. Oh geil, ein Cowboyhut.
ein Stetson. Aber noch mehr? Ja. Und da haben wir Fertigkeitspunkte. Wie viele? Zwei. So viele gab es auch bei dem Behemoth. Bei dem einen. So, machen wir Strom aus. Voll sabotiert. Notausknopf gedrückt. Hardcore-Sabotage. Also ist jetzt automatisch, weil Strom aus. Gut. Da oben ist noch eine Kiste. Schauen wir in die noch rein. Ah, und den Gefangenen wollen wir noch befreien, natürlich. Was ist das denn? USP Tactical. Blaupause aber nur. Ja, es war nur die Blaupause. Der Gefangene, wo ist der? Da vorne. Und da ist auch noch eine Kiste. Das Schloss schwebt noch da. Der ist grün. Was macht der jetzt? Er holt sich eine Waffe. Jeez. Wow. They're here. Das ist tatsächlich noch einer. Hat er den erwischt oder? Der hat ihn echt erwischt, oder? Der hat ihn erwischt? Krass. Krasser Typ. Ah, er schießt auf die. Okay. Der ist gut. Ist nicht gut genug, aber... Fraktionskriegsführung. Yay. Wie haben wir das vermisst von Wildlands? Aber wir haben hier noch zwei Kisten, sehe ich gerade. Schnappen wir uns natürlich beide. Bevor ich dann die Folge beende. Wir dann in der nächsten Folge eine Infil-Ops machen. Infiltration. 2500 Scale-Credits, nice. Wo ist der überhaupt? Ich sehe ihn nicht. Ich habe einfach nur in Richtung der Markierung geschossen. Ah, der ist ganz da hinten. Na gut. Ich denke, damit kommt er klar. Ich nenne ihn Walter. Damit kommt Walter klar. Coole Karre. Leider sind die Autos verdammt langsam. Ein paar Infos, warum auch nicht. Ein Biwak. Kann man nie genug haben. So, da hinten ist die Kiste. Was mag es sein? Eine T95, drei Stufen über unserem. Ist allerdings ein LMG wieder mal. Was können wir denn hier noch freischalten jetzt für zwei? Irgendwas, was man... Objektkapazität, ja. Bessere Preise? Nö. Mehr Teile von abgeschossenen Drohnen? Nö. Irgendwas, was uns einen unmittelbaren Vorteil bringt. Adrenalin. Müssen wir zwar ausrüsten, aber... Kontrolliertes Rutschen. Klettertempo. Wasserfilter. Minus 10% Technikabklingzeit. Irgendwas für die Drohne, Drohnenreichweite. Drohnenmarkierungsbereich plus 50%. Ja, nehmen wir das noch. So, dann schaue ich nochmal, ob wir jetzt die Dinge aufheben können. Also ich konnte die Munition aufheben.
Aber die Dinge kann ich leider nicht aufheben. Das ist doof. Schade. Kapazität haben wir eigentlich noch genug. So, plus 50% Tarnung. Schaden an Drohnen, ja, wäre praktisch, aber wir nehmen dann Adrenalin mit für die nächste Folge. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Hörst du auf, dich wegzudrehen, wenn ich mich verabschiede? Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.